Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Wir befinden uns im Krieg, nicht durch unser eigenes Verschulden und interessanterweise, also wir sind im Krieg gegen die Immors mit ihren Vasallen hier, die Hive Fleet, oder? Es sind gar nicht ihre, nein, das sind nicht ihre Vasallen, sorry. Also die Immors und die Boki haben sich gegen uns gestellt und kurz darauf haben die Vuhl, die Verfossern, dann hier die, wie heißt die Republic of Anonch und die Vostran Firstborn Democratic Colonies, auch der Allianz aus Boki und Immors den Krieg erklärt. Unser Ziel ist es, hier in diesem Bereich, hier in diesem Bogen, 5 Systeme einzunehmen. Das ist unser ganzes Kriegsziel. Was heißt unser ganzes? Das ist schon eine ganze Menge, würde ich behaupten. Wir hatten noch keinen Kontakt. Die Immords sind ganz kurz nach Pollux eingeflogen, haben sich dann gedacht, lass mal nicht machen, sind wir zurückgeflogen und ich habe keinen Schimmer, wo die jetzt gerade sind. Ich werde auf jeden Fall die First Fleet nach Ennus einfliegen lassen. Ich werde die erstmal nicht auf aggressiv setzen, ne, sondern wir wollen hier so ein ganz kleines bisschen scouten. Ihr seht, wir haben 9 Korvetten dabei, 23 Zerstörer, 14 Kreuzer. Wir sind technologisch zumindest den Immors leicht unterlegen. Die haben die bessere Panzerung. So, und wir schauen mal, was uns hier in Ennus erwartet. Na, nebenbei bereite ich hier schon mal die Verlegung unserer Flotten vor. Dann können wir nämlich hier Ennus vielleicht gleich einnehmen. Tote Weltanpassung haben wir jetzt, sehr gut. Unsere umfassende Untersuchung verstrahlter Umgebungen ermöglichen unseren Siedlern die Kolonisierung von Welten, die durch atomare Kriegsführung verwüstet wurden. Ja, das finde ich gut, ne? Das passt so zu den Orks. Die sind ja, also Warhammer 40k Orks in dem Fall, die sind ja tatsächlich sehr widerstandsfähig. Beinahe schon wie Kakerlaken, würde der ein oder andere etwas gemeinere Spieler sagen. Telepathie. Können wir psionische Armeen dann haben? Oh, das ist natürlich geil. Also Telepathie, psionische Armeen, ja, ne? Orks, wenn die sich genug zusammenschließen, können die natürlich auch so Magieeffekte benutzen. Deswegen sage ich einfach mal, ja, man muss dann halt nur, ich weiß gar nicht, ob das in der neuesten Version von Warhammer 40k immer noch so ist, Schädelplatzer-Tests. Fand ich früher immer sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Dieses Konzept alleine schon. So, wir fliegen. Und was haben wir gefunden? Ein Konstruktionsschiff, okay. Ach, die haben uns hier direkt an der Station aus dem Überlicht-Dings gezogen. Okay, das sollten wir allerdings gewinnen ohne... Boah, Alter, die hauen ganz schön unsere Schilde weg. Ne? Rumpf ist okay. Zeitkritisches Projekt, ganz genau. Da werden wir jetzt direkt mal reinfliegen. Was haben die denn hier noch? Die haben hier drüben... Was ist denn das? Eine Forschungsstation. Das Konstruktionsschiff scheinen wir gerade mit erwischt zu haben. Da haben die hier eine Bergbaustation, die können wir in Ruhe lassen. Also unser Schiff hier, das soll gerade mal nach Thiel fliegen, um zu gucken, ob hier drüben frei ist, damit unsere Transportflotten da durch können. Wenn wir das erledigt haben, fliegen die jetzt zusammen mit den Transportflotten nach Ennus. So, und wir werden hier schon mal anfangen. Achso, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch die Bergbaustation erledigen. Ganz wichtig. Tablemo. So, das dürfte noch ein paar Trümmer gegeben haben. So, wie sieht's aus? Wir haben nichts verloren. Unsere Schiffe sehen in der Tat hier, der Kreuzer hat ein bisschen was abbekommen. Ansonsten sind hier, okay, wie ist denn der Flottenzustand? 98,4, okay. Da können wir also unsere Operationen auf jeden Fall noch fortsetzen, ganz genau. Ihr sollt hier bombardieren. Ganz wichtig. Die haben eine Verteidigungsplattform, einen Raumhafen. Das Konstruktionsschiff konnte scheinbar fliehen. Okay. Das heißt, da haben wir demnächst noch mit Widerstand zu rechnen. So, dann gucken wir mal. Können wir schon? Ne, wir können auch nicht in die nächsten Sektoren reingucken. Okay. So, wir sind in Thiel. Und wir stellen fest, hier ist alles frei. Auf der Seite, das finde ich sehr gut.
Dann könnte ich hier die Forschungsprojekte erledigen. Und wir ziehen unsere Transportflotten nach Pollux. Und die Transportflotte mit dem General, jene hier, die Nummer 17, die werden wir direkt nach Ennus ziehen. So, wir haben hier wieder ein bisschen was frei. Ich glaube, in Crackfang müssen wir noch ein Zerstörer in Auftrag geben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall in Roscan, ne, ihr seht es, da sammeln sich jetzt schon langsam Flotten. Hier ist eine ganze Menge Verstärkung unterwegs auf jeden Fall. Die müssen alle nach Roscan unterwegs sein. Wir können es ja gerade mal ein bisschen... Genau. Also die sammeln sich gerade alle. Sehr schön. Und in Roscan, der Raumhafen, dem haben wir so eine Maschinenbauhalle spendiert. Na, das macht, glaube ich, auch das Andocken billiger. Reparaturgeschwindigkeit... da müssen wir die Crew-Quartiere bauen. Will ich das jetzt hier ausbauen? Ich meine, rechne ich mit einem super langen Konflikt, ist jetzt die Frage, die sich stellt wahrscheinlich. Na, dann würden wir den Raumhafen hier verbessern auf jeden Fall. Würden noch Crew-Quartiere bauen, so wie wir das in YouTube haben. Ich gucke gerade mal, ob sich das direkt lohnt. Unterhaltskosten werden dann um 10% reduziert. Ich bin mir unschlüssig. So, wir werden die sich da erstmal sammeln lassen, ne, und dann werden wir die geschlossen, wenn sich das lohnt irgendwie oder wenn die zur Reparatur zurückgehen oder wir die Verstärkung halt brauchen. Entschuldigung, werden wir die geschlossen ins Feld führen. Beziehungsweise der ersten Flotte dann einfach anschließen. Im Moment noch alles cool. Also wir haben hier noch nicht irgendwie Probleme im Moment. Was machen unsere Konstruktionsschiffe? Hier, das Forschungsschiff, ne, das überprüft hier die südliche Route einfach so ein bisschen. Aber da scheint noch nichts reinzukommen, tatsächlich. Finde ich interessant. Da frage ich mich gerade, sollten wir vielleicht mal... Springen wir nach hier weiter. Das Forschungsschiff hier scheint die auch abgezogen zu haben. Ich weiß nicht, wohin. Ich meine, es ist im Moment auch nicht so super wichtig, wo das hin ist. Aber es könnte uns vielleicht Aufschluss darüber geben, wo die anderen... hin sind. Ach, wisst ihr was? Was habt denn ihr vor? So, wir haben in Roscan erst eine Flotte von 237 versammelt. Die könnten wir jetzt natürlich, ne, solange die hier bombardieren, könnten wir die natürlich nachführen, auf jeden Fall. Die sind untätig. Mit der zweiten legen die sich zusammen, okay. Und die legt sich mit der siebten zusammen. Und die siebte hat sich hier gerade an die erste angeschlossen, ne? Oder ist zumindest kurz davor. Das muss man ein bisschen im Auge behalten, was die jetzt hier machen. Okay, also die erste Flotte wird noch ein bisschen verstärkt gerade. Durch die zweite, die siebte und die... vierte, wo ist die vierte? Die vierte hat sich scheinbar schon angeschlossen. Irgendwo. So, unsere Transportflotte ist noch nicht hier. Doch, die... Nein, das ist nicht die Transportflotte. Ich hoffe, die kommen bald an. Ach, die sind immer noch in Thiel. Da kommt Leute. So, da springen sie rüber. Construction complete. So, was haben wir fertig gebaut? Der Raumhafen von Crackfang ist fertig. Okay. Da wird das Schiff ja dann runterfliegen. Wir dürfen halt nur nicht hier die Nachschubproduktion zum Erliegen kommen lassen. Wir haben noch 50 Punkte, die wir hier auf jeden Fall verbauen können.
So, was haben wir denn hier? Ein Anführer, Gouverneur Grux Burnerboy hat eine neue Stufe erreicht, finde ich gut. Und Gouverneur Balgrog hat auch Stufe 3 erreicht, finde ich auch sehr gut. Und tatsächlich sind wir hier noch auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. So kommt unsere Transportflotte hier bald rein. Ja, da sind sie. Hier in den Orbit einfliegen. Und dann gucken wir mal auf Gutur, was haben die denn da an einem... Wow! Damn! Wie gut sind denn die? Die sind unseren komplett unterlegen, sind aber eine Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, da brauche ich auf jeden Fall noch eine zweite Flotte. Vielleicht auch noch eine dritte und eine vierte. Ach, was ist da was? Ich, lass sie hier einfach alle in den Orbit einfliegen. Die haben hier gut verteidigt, den Planeten auf jeden Fall. Da kann man nicht maulen. So, was ich noch machen wollte. Auf Crackfang haben wir auch noch so ein bisschen Armeen. So, was kostet uns das? 50. Okay, das heißt, wir sparen noch ganz kurz und dann setzen wir nämlich diese Klonarmee hier auf jeden Fall in Bewegung. Kann ich eigentlich? Oh ja, das ist jetzt mal interessant. Ja, ich kann die dann neu erstellen, auf jeden Fall. Das heißt, ich kann die erstmal alle zusammenlegen hier und dann können die nämlich gemeinsam landen. Und dann werden wir diesen Planeten auf jeden Fall überrennen. So, wir haben unsere 500 zusammen. Also bekommen die Jungs hier alle ihr Seekrieger-Detachment, ihr Anhängsel. Hier so charmant als Zubehör bezeichnet. Ein paar schöne Schamanen kriegen die hier. Ich weiß gar nicht, wie heißen eigentlich die... Ork-Schamanen, das sind doch auch irgendwelche Gork- und Morg-Priester auf jeden Fall im 40k-Universum. Ich weiß gar nicht, wie der Einheitentyp heißt, ehrlich gesagt. So, das müssten jetzt alle gewesen sein. Alles klar. Dann, Chip zumachen. Alle entsenden. Und da haben wir eine neue Transportflotte, die nach Roscan erstmal darf. Unsere absolute Elite hier. Klonkrieger. Herrlich. So, Transportflotte, warum habt ihr nichts zu tun? Schließt euch mal bitte zusammen. Das wäre total nett von euch. So, die sind fertig hier. Mit der Bombardierung. Wir warten also nur noch, bis wir anfangen können. Mit der Truppenlandung. Construction complete. Sehr schön, was da passiert. Research complete. Forschung, das gucken wir uns zuerst an. Fortschrittliche Schilde. Ah, geil. Befestigungsstärke plus 20. Prozent, ein verbesserter Schildgenerator, der ein sogar noch stärkeres Energiefeld erzeugt. Diese Barriere kann nur mit Dauerbeschuss durchdrungen werden. Finde ich gut. Da können wir gleich mal neue Schiffsdesigns irgendwie anstreben. Orbital-Energieumwandlung. Ne, ich glaube, wir sind langsam so weit, dass es tatsächlich sinnvoll ist für uns.
Energie habe, Speicherkapazität, Energiecredits wäre auch total nützlich. Aber das geht schneller. Ja, wir müssen echt aufpassen, dass uns nicht die Energie ausgeht. So, und den Krug fangen. Müssen wir schon wieder im Raumhafen. Können wir uns nicht leisten. Nein! Okay, können wir hier mit der Landeoperation beginnen? Sofort. So, die sind jetzt alle fertig und wir können halt im Moment nicht. Oh, haben wir was Tolles bekommen? Durastahlmaterialien, genau. Darauf hatte ich es ja abgesehen. So, und jetzt gibt es hier die größte Landung der Welt. Am Innen landen. Und dann können wir unsere Flotte gleich weiter bewegen. So, da haben wir's. Invasion. Ja, die sollten wir einigermaßen gut wegputzen können. Wir lassen die First Fleet noch unterstützen, bis die Invasion vorbei ist. Enemy planet secured. Nice. So, unser General hat eine neue Stufe erreicht. Invasion ist vorbei. Die First Fleet fliegt weiter. Ich spring mal hier mit dem Schiff. Oh, wir verlieren echt so viel Energie-Credits. 7% erst. Was ist da los? Wie viel müssen wir denn von dem besetzen, um das hier hinzukriegen? Ich meine, eigentlich würde es mir reichen, diese Systeme hier zu besetzen und dann mich als Gewinner zu deklarieren. Aber mal sehen, vielleicht geben die einfach vorher auf, weil die überhaupt keinen Widerstand im Moment zeigen. Wir können ja mal schauen, wie ist denn bei denen. Der Flottenstärke ist noch ebenbürtig. So, die hier können wir gleich alle zusammenlegen und dann zur Verstärkung schicken. So, und ich denke, ich werde jetzt hier tatsächlich den Raumhafen ausbauen, damit wir da die Crewquartiere haben können. Grekel, ach so, der Raumhafen in Grekel, richtig. So, ihr bekommt auf jeden Fall auch schon mal eine Maschinenbauhalle. Das wird dann später auch unser Schlachtschiff. Konstruktionshafen. So, so ein Krieg ist natürlich immer äußerst stressig für unsere Wirtschaft, besonders wenn wir so wenig Ressourcenspeicher voll, ja, Einfluss. Kann ich ein bisschen was davon in Energie umwandeln? Ja, vielleicht können wir uns ein bisschen Energie kaufen bei Freunden, bei dem Wohl oder so, da müssen wir mal gucken. Ob wir da zu einem vernünftigen Handelsvertrag kommen später. Oder zu irgendjemandem, der hier Frieden hat. Ne? Die mögen uns alle nicht. Aber vielleicht hier hinten, die kennen uns noch nicht. Haben wir irgendwo friedfertige Händler vielleicht? Das sind mir immer so die, die ich am meisten mag. Gelehrte Erkunder. Wir werden relativ wenig haben. Rücksichtslose Kapitalisten, nee, mit denen möchte ich gar nicht so gern Geschäfte machen. Hier, guck mal. Wenn ihr zum Beispiel demokratische Kreuzzügler, nope. Gelehrte, das sind auch gelehrte Erkunder. Ja, vielleicht machen die uns hier hinten eins von den beiden großen Reichen einen ganz guten Preis. Wenn wir noch ein paar Mineralien sparen und dann gegen Energie tauschen. Das wäre vielleicht tatsächlich ganz nützlich. So, die First Fleet müsste sich jetzt auf den Weg machen nach Veta. Auf 8,6 schon angewachsen. So, was haben wir da? Ein Konstruktionsschiff. Ja, es wird sich gleich wieder zurückziehen. Ja,
eigentlich im falschen System? Eigentlich müsste doch hier unsere Flotte jetzt gerade reingeschwommen, nicht? Falsch. Ach, wir sind noch in Ilex. Und können hier quasi vorher einmal spionieren. Also wir kommen direkt hier raus. Am Weltraumhafen, ne, da ist das Konstruktionsschiff. Ist der schon fertig? Vielleicht. So, da sind unsere Transportflotten. Haben wir da noch eine? Ach, die sind schon im Orbit? Sind die gar nicht gelandet? What? Doch. Aber es sind nicht alle gelandet, scheinbar. Wir haben irgendwie nur anderthalb Flotten gelandet oder so, ich weiß nicht. Ich denke, wir können die dann auch bald wieder zurückziehen. Ne? Die müssen sich hier ein bisschen erholen. Sind die erholt? Die sehen alle so aus, als wenn sie bei 100% wären. Kann ich das irgendwo nachprüfen? Ach so, die haben die aufgespalten. Das heißt, diese Transportflotte hier, da können wir dann demnächst einfach den Anführer zuteilen. Ja, okay. Und dann können wir die einfach wegfliegen. Na, wir konnten jetzt irgendwie nur 12 landen. Man fragt mich nicht, warum. Da kann ich irgendwie einzelne starten lassen, weil ich würde gerne einfach nur 2 hier abziehen. Ich kann nur alle landen oder alle entsenden. Dann sieh mal einer an. Na gut, ist auch nicht schlimm, ne? Die fliegen wir hier auf jeden Fall schon mal an den sicheren Rand des Systems. Ungefähr so. So, dann schlagen wir gleich die nächste Schlacht. Oh, was war das? Achso, Bergbaustation. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, da war ja eigentlich nichts. So, Durastahlmaterialien, Schildkondensatoren, Tachyon-Sensoren. Okay, die Sensoren, die greifen wir auch ab. Das ist sehr gut. Achso, Forschung. Wir haben doch hier Schilde. Ja, da können wir ja direkt mal in den Schiffsdesigner reingehen und können mal gucken. Wird schwierig, ne? Aber die kleinen Schiffe, ja, zum Beispiel die profitieren mehr von Schilden als von Panzerung. Eine 7% Schadensreduktion ist nicht so geil, aber Schildwert von 140 bei 300 Trefferpunkten, ne, das sind fast 50%. Das lohnt sich schon eher. Also, dann machen wir das Ganze nämlich einfach so. Tada! Achso, und jetzt können wir natürlich mal gucken. Achso, nee, es reicht natürlich nicht. Wie komme ich da drauf, dass es reichen würde? Ich weiß es nicht. Weil ich dumm bin und manchmal nicht richtig nachdenke. So. Können wir hier noch irgendwas upgraden? Nee, ne? Railgun ist okay, ne? Dann sind wir mit den Torpedos wenigstens mal so einigermaßen auf einer Reichweite. Bessere Triebwerke haben wir nicht, bessere Sensoren nicht, bessere Gefechtscomputer auch nicht. Speichern, das wird unsere neue Killerklasse Korvette. Mehr Schilde, weniger Panzerung dafür. So, bei den Zerstörern haben wir 22% Reduktion und die Schilde sind bei 180. Das ist mehr als ein Viertel auf jeden Fall. Da gucken wir mal, was da am günstigsten ist. Und schon sind wir hier komplett drüber. Okay, wir könnten das so machen. In dem Fall hätten wir 210 Schildpunkte, ne? Das sind ein Drittel einfach.
Und dann bauen wir hier einfach noch einmal Panzerung ein. So, da hätten wir 210 Schildpunkte, das ist ein Drittel und 26% Panzerung. Und die Alternative wäre halt, wir knallen alles mit Schilden voll. Da hätten wir dann gerade mal 350. Ja, das ist nicht so günstig. Und da überlege ich mir gerade, ergibt es vielleicht Sinn, das Ding komplett mit Panzerung voll zu hauen. Das sind 40%. Nee, also eine Mischung ist hier tatsächlich das günstigste. Dann nehmen wir hier M und hauen dann so viele Schilde rein, wie wir können, und den Rest mit Panzerung voll. Und diese Mischung scheint mir hier am günstigsten zu sein, tatsächlich für die Zerstörer. Haben wir hier nicht inzwischen mal bessere Autokanonen, sagt man? Nee. Da forschen wir aber dran, oder? Sagt mir, dass wir daran forschen. Ich werde das gleich mal überprüfen. So, das ist auch der Stufe 3 Computer, alles klar. Was macht er denn? Positionierung und Ausweichen, okay. So, und dann haben wir hier natürlich noch unsere wunderbaren Kreuzer. Die profitieren enorm von Panzerung. Ah, und da kommen wir jetzt. Die können wir gar nicht verbessern, richtig. Aufgrund der Energielage. Na, Panzerung 70%. Schilde gerade mal 90. Also Kreuzer mit Panzerung, ne, je schwerer die Schiffe werden, desto mehr ergibt es eigentlich Sinn, die mit Panzerung auszustatten. Ne? Korvetten, dann würde ich wirklich einfach nur mit Schilden fliegen. Bei Zerstörern haben wir gesehen, so eine gesunde Mischung, ne? Und bei Kreuzern und Schlachtschiffen, ich glaube, nur Panzerung ist da eigentlich eine ganz coole Sache. Denn 70% Schadensreduktion, man kann dann natürlich Pech haben, kann auf panzerbrechende Waffen treffen und das ist dann halt so. Aber ansonsten, ja gut, dann ändern wir bei denen gar nichts, bis wir bessere Energiequellen haben, ne? Und dann können wir auch einen besseren Schild einbauen. So, dann sind wir hier fertig und forschen wir an? Nein, wir forschen nicht an Kanonen. Ach, ich habe das richtig. Ich habe gesagt Aurelium. Wir schnappen uns dann lieber so ein bisschen Situation Log updated. Kablemo. Situation Log updated. So ein bisschen Technologien, die wir tatsächlich benutzen können. Situation Log updated. So, okay, haben wir was verloren? Wir haben eine Korvette verloren. Nein. Die Flotte ist bei 98,2. Ja, wir haben halt eine Korvette verloren. Unser erster Verlust im Krieg. Schnuff. Und wir haben ihnen aber das Konstruktionsschiff weggehauen. Dieses Mal. Sehr gut. Eine Verteidigungsplattform und einen Raumhafen hatten die hier. Ja gut. Aber gegen eine 8000er Flotte, ich meine, was willst du da machen? Großartig. Und da unten haben wir, ja, ich weiß nicht, ob das ernsthaft als Flotte zählt. So, ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwie mich in Fates einschmuggeln kann, um da so ein bisschen zu gucken, was hier in den Systemen abgeht. Und ich will da Augen drauf haben, auf jeden Fall. So, die sind alle beschäftigt. Transportflotte, so, und jetzt sehen wir uns einfach alles, was hier in Roscan ist. Wow, das ist schon eine Menge. Wir schließen das gerade zusammen. Und dann sollen die hier ablegen. Nach Veta mitfliegen. Ne, nur falls, ich rechne jeden Moment damit, dass wir hier, oh, die haben hier das Roh im Kusom-System. Ich rechne jeden Moment damit, dass die hier ihre große Flotte irgendwo aus dem Hinterland ziehen. Vielleicht ist sie auch schon vernichtet worden, ne? Aber das denke ich nicht.
Flottenstärke unterlegen. Oh doch, die haben Verluste. Die haben Verluste. Dann würde ich vielleicht sogar... Ich schaue mal gerade nach Roscan in dem Raumhafen. Ah, die bauen noch aus, okay. Das heißt, vom Andocken haben wir im Moment nichts, ne? Ah, dann würde ich mir tatsächlich überlegen. Diese Unterstützungsflotte hier einfach hinten zu lassen, irgendwo, ne, im Hinterland, die lasse ich dann hier halt angedockt, was weiß ich. Plops. Einfach um Energie-Credits zu sparen. Ne? Wenn die gedockt sind, nehmen die halt weniger Credits weg und dann können wir den Krieg halt ein bisschen länger ziehen. Und ich hoffe echt, dass wir den bald schaffen. Diesen Krieg. Alternativ könnten wir natürlich auch eine Flotte, ne? Wir könnten die teilen einfach, die Flotten, und dann in mehreren Systemen gleichzeitig zuschlagen. Ja, wie gesagt, ob ich die Verstärkung hier reinhole oder nicht, entscheide ich, wenn ich mein Schiffchen hier habe. Und dann hoffe ich, dass wir dass wir möglichst bald hier unsere Forschung, da wollte ich hin, fertig haben. Und dann unsere Raumstation alle so ein bisschen verstärken können damit. Das wäre eine unheimlich coole Sache. Mich wundert es, dass meine Konstruktionsschiffe so lange beschäftigt sind. Aber wahrscheinlich ist auch einfach nicht viel Zeit ins Land gegangen, ich weiß nicht. So, wir sind bei 8%. Na, das gibt ja alles ganz wenig Punkte, wenn wir verhandeln wollen würden. Die sind bei minus 30 nur. Kriegspunkte 8, Flottenstärke. Achso, für einen weißen Frieden. Na, wenn ich jetzt natürlich alles durchsetzen wollen würde. 20 Kriegspunkte brauchen wir. Achso, zum Stellen von Kriegsforderungen. Generell. Ja, und ihr seht es ja, ne, wir haben hier eine ganze Menge Forderungen. Denen gegenüber, und ich schätze, wir werden die früher oder später durchsetzen können. Ja, die werden früher oder später aufgeben und seinen guten Frieden anbieten. Und da müssen wir mal gucken, ob der für uns akzeptabel ist oder nicht. Wir werden auf jeden Fall keinen Frieden annehmen, bevor wir diese ganzen Systeme hier besetzt haben. Diese 5, die wir uns als Kriegsziele gesetzt haben. Und ja, da müssen wir halt schauen, ne? Da haben wir hier hinten noch 4 Systeme, die werden wir zur Not auch einfach platt machen müssen. Aber das schaffen wir auch, wenn wir hier ihre 5 Systeme haben. Können wir eigentlich, wir können hier reingucken, 1,2k. Die haben ihr Heimatsystem auch nicht besser befestigt. Da stellen die allerdings ihre Flotten her. Das heißt, wenn wir das haben, haben wir wahrscheinlich ihre Nachschubbasis erstmal und vollkommen zerstört. Das wäre schon mal gut. So, für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.